Voraus. Es leckt ganz daneben. Oh, rosa kurz zum Essanfall. Hut euch diese Welle an. Das ist eine Falle. Ja, einen tauren Mayhem halt, ne? So, Storm ist da. Okay, red mal mit dem Greifen. Der Greif ist verletzt und wird verängstigt. Du bist frei. Fliege zu deinem Meister. Ja. Er hat uns wohl nicht erkannt. Na gut. Erkennen uns auch so nicht. Das ist eine Falle. Wir haben einen Zwerg verloren. Na gut, aber kann man ja verstehen bei solchen. Wenn wir einmal verlieren, ist ja ganz natürlich. Ist auch Ziel des Spiels, dass wir, dass es uns so viel möglich die Einheiten kaputt macht. Aber das ist ja kein Problem, das können wir neu rufen. Eine Elite am besten. So, unsere Eliten halten hier Stand, oder? Wie sehe ich das hier? Geht es los? Oh, kommt die erste Prüfung jetzt langsam wieder rein. Die ersten Reifeprüfungen. Ah, hier ist Storm. Was ist denn das? Achso, das ist der Greif. So, dann rufen wir unsere Leute. Unsere beiden Listen haben die Spinnenseidenrobe an. Das ist keine Ironie. Hier bin ich. Marschieren los. Kannst du hier öffnen. Rüstung der Armbrustschützen, eine Zauberkugel und ein schwarzer Aura-Band oder was das war's. Schwarze Magie finde ich nicht so gut. Also ich bin so kein Freund von Verstärkungs- oder Schwächungsmagie. Eher so Elementarmagie, das finde ich schon eher besser. So. Endlich wieder kämpfen! Wo ist der Feind? Weiße Magie halt und schwarze Magie, das ist halt so. Ich finde es nicht besonders vorteilhaft. Und Mentalmagie, der auch so ein bisschen mit reinspielt. Ich habe jetzt nichts, also natürlich sind die Magien alle nützlich. Nur ich finde sie halt für mein Ah, mein treuer Freund. Okay, Uta. Ich finde es halt für meinen Stil so ein Spiel zu spielen nicht wirklich hilfreich. Es gibt andere Leute, sicherlich, die das vielleicht komplett anders sehen. Aber meine Sicht der Dinge ist halt, dass ich diese Magie eher als nicht hilfreich empfinde. So ist das bei mir. Andere, wie gesagt, würden das anders sehen. Steht ja auch jedem frei, wie er das für sich auszumachen hat. Mit festem Schritt voraus. Ich muss sagen, ich habe wirklich noch nie so durchgespielt, dass ich den Charakter ohne eine Magie aufgezogen habe. Also das ist hier so eine Art Premiere hier mit Stormy Magie. Wo ist der Feind? So, Kurzschwert, Schild der Galeritus und eine Rotlingshose. Ja, gut. Indem wir das erledigt haben, können wir sagen, die erste Teil der Kanne ist abgeschlossen. Der hintere Teil. Mit festem der wäre ich finde etwas leichtere Teil. So, jetzt haben wir eigentlich nur noch eine Rüstung zu finden. Schade, dass wir die hier nicht gefunden haben. Sonst werden wir doch jetzt schnell zum Ende schon gekommen. Wo ist der Feind? Ja. Vorwärts, Zwerge! Obsidian, Flammenauge und Drachenzahn. Auf geht's! Jetzt können wir eigentlich zurückgehen. Jetzt kommt hier die Nummer 2 der Karte. Vorwärts! Mit festem Schritt voraus! Oder kann man hier reingehen? Ich glaube nicht. Kenne ich das hier überhaupt? Nee. Das ist neu für mich, die Karte da. So. Er braucht nur die Rüstung. Zu allem entschlossen. Der Titan, der hat also Regeneration als besondere Fähigkeit.
praktisch, oder? Zu wissen. Nur diese Typen machen mir noch immer so ein bisschen Sorgen. So, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal.